Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuen Video zum Pulli Kastanie. Der Pulli Kastanie ist ein wirklich kuscheliger Oversize Pulli, der in drei Längen genäht werden kann. Pullilänge, ja, ein bisschen verlängerter Pulli und auch noch zum Kleid. Der Pulli bzw. das Kleid, also die Verarbeitung von allen Längen ist dieselbe, egal ob ihr euch für Pulli oder für Kleid entscheidet. In diesem Video habe ich jetzt hier einmal die Pullilänge zugeschnitten. Wie gesagt, die Verarbeitung spielt aber keine Rolle, für welche Länge ihr euch entscheidet. Jede Länge hat an der Seitennaht einen Schlitz. Die Position des Schlitzes ändert sich dann natürlich je nach Länge. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal den Pulli ausgeschnitten, die Länge 1. Dementsprechend wird dann die Seitennaht hier oben, genau, da brauchen wir dann hier nochmal dieses Teil hier mehr. Da wird dann hier der Bogen zum Schlitz mit ausgeschnitten. Wenn ihr euch für die Länge 2 entscheidet, dann wird die Seitennaht hier einfach verlängert bis zum nächsten Bogen und der nächste Bogen wird dann für die Länge 2 ausgeschnitten. Und genau dasselbe auch bei der Länge 3, Kleiderlänge. Hier unten haben wir es stehen, Kleiderlänge. Da wird dann hier einfach die Seitenkante bis hier nach unten verlängert bis zum letzten Bogen und dann benötigen wir den letzten Bogen fürs Kleid. Genau. So. Also, wie gesagt, Pulli, Kleid, egal welche Version, bekommt immer den Schlitz an der Seite. Der Pulli ist am Körper wirklich oversize geschnitten. Wer es nicht ganz so breit mag, kann natürlich auch gerne nochmal kleiner nähen. Die Arme, die werden auch ziemlich weit, aber die Schulter sitzt trotzdem perfekt. Also die Schulter ist nicht überschnitten oder so, es ist wirklich eine ganz normale Schulter. So, dann bekommt der Pulli einen V-Ausschnitt, der allerdings nicht offen bleibt. Der bekommt einen richtig großen und weiten, lockeren Rollkragen, dass man auch wirklich gut eingepackt durch die kühle Jahreszeit kommt. Genau. Der Pulli hat, wie gesagt, weitere Arme und zusätzlich aber relativ lange Bündchen. Dann haben wir hier nochmal einmal eine Einzeichnung auf dem Schnittbuster, optional Tunnel für Gummi untersteppen. Kann natürlich bei allen Längen angewendet werden. Die Überlegung dazu war gerade beim Kleid, dass man das hier nochmal so ein bisschen taillieren kann, bekommt das Kleid, also optional, einfach an den Seiten. Also der Tunnel geht nicht komplett rum, der geht wirklich nur an beiden Seiten, ein paar Zentimeter, dass man da wahlweise ein Gummi, wie auch drauf steht, untersteppen kann. Oder eine Kordel durchziehen kann, um das Ganze einfach so ein bisschen taillierter zu tragen. Selbstverständlich kann es auch beim Pulli angebracht werden. Genau. Und zusätzlich gibt es auch noch ein Schnittteil für Taschen. Seitentaschen, die in die Seitennaht eingenäht werden. Die Taschen sind natürlich dann auch nur bei den langen Längen empfehlenswert, also bei der kurzen Version, bei der Pulli-Version Länge 1, da kann man die Taschen nicht einnähen, da ist dann einfach der Schlitz im Weg und die Tasche hängt viel zu tief, aber ab Länge 2 wäre die Tasche kein Problem. Man muss dann nur bedenken, wenn die Tasche, also hier ist die Markierung, ab wo die Tasche eingenäht wird,
der Schlitz bei der Länge 2 beginnt hier, geht dann bis hier nach unten. Also ist eigentlich für die zweite Länge ist die Tasche auf jeden Fall machbar. Und für die Kleiderlänge dann auf jeden Fall sowieso. Genau. Nur wie gesagt, Länge 1. Zu Länge 1 passt die Tasche leider nicht. Genau. Dann starten wir jetzt einfach mal mit dem Zuschnitt. Wie schon gesagt, ich werde in diesem Video die Länge 1 nähen. Die Länge 1 auch ohne Tunnel und ohne Tasche. Werde dann aber auf jeden Fall nochmal im Video auch die Optionen mit einblenden, wie man dann auch nochmal den Tunnel aufnäht und auch die Taschen einnäht. Genau. So, dann starten wir. Wir haben einmal das Vorderteil. Das Vorderteil wird einmal im Bruch benötigt. Hier vorne haben wir einmal den Bruch. Und alle anderen Kanten bekommen 1 cm Nahtzugabe. Und der Saum bekommt 2 cm Nahtzugabe. Genau. Wichtig beim Zuschnitt wie immer auch gleich die ganzen Zwicke übernehmen. Dann haben wir es später einfach leichter. So, dann haben wir einmal das Rückteil. Beim Rückteil eben auch wieder darauf achten, welche Länge möchte ich nähen. Und schneide mir das Schnittmuster dann entsprechend auch mit den Schlitzen zu. Rückteil genauso wie beim Vorderteil. Das benötigen wir einmal im Bruch zugeschnitten. Den Bruch haben wir einmal hier vorne. Ansonsten 1 cm Nahtzugabe und am Saum 2 cm. Auch hier habe ich die Zwicke direkt mit übernommen. So, dann haben wir den großen Kragen. Der Kragen, der wird auch einmal aus Oberstoff im Bruch zugeschnitten. Und zwar ist hier vorne einmal der Bruch. Und ansonsten bekommt das Schnittteil rundum 1 cm Nahtzugabe. Auf dem Schnittteil haben wir auch keine Zwicke. So, dann brauchen wir noch einmal den Ärmel. Oder besser gesagt, die Ärmel. Die Ärmel werden zweimal gegengleich zugeschnitten und bekommen rund um 1 cm Nahtzugabe komplett. Auch hier die Markierungen direkt übertragen für die Zwicke. Wie gesagt, zweimal gegengleich. Ist ganz wichtig, dass ihr auch den rechten und linken Ärmel habt. Dann brauchen wir noch die Bündchen. Die Bündchen werden aus Bündchenware zugeschnitten. Die benötigen wir zweimal und zwar beide im Bruch. Also hier vorne haben wir jeweils den Bruch und an den anderen Kanten 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, das Bündchen sieht aufgefaltet dann so ein bisschen wie eine Sanduhr aus. Dann optional, wie gesagt, können wir noch die Tasche einnähen. Die Taschenbeutel brauchen wir dann dazu viermal. Hier ist es empfehlenswert, wenn ihr den Pulli aus einem dicken Stoff näht, würde ich empfehlen, trotzdem die Taschen aus einem dünneren Stoff zu nähen. Also die beiden hinteren Taschenbeutel gerne dann auch aus dem Oberstoff, aber wenn es halt wirklich so ein, ich sag mal, so ein richtig dicker Sweatstoff ist, dann würde ich es empfehlen, die beiden vorderen Taschenbeutel aus dem Jersey oder aus irgendwas Dünnerem zu nähen. Zur Version mit der Taillierung möchte ich jetzt noch ergänzen. Wenn ihr im Vorfeld schon wisst, dass ihr diese Taillierung auf jeden Fall gerne haben möchtet oder eventuell, also auch wenn ihr euch noch nicht so ganz sicher seid, wenn ihr sagt, schaut es euch mal an und macht es dann vielleicht nachträglich nochmal, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Markierungen fürs Tunnel einfach schon mal direkt auf die linke Stoffseite zu übertragen. Einmal am Vorderteil und genauso auch am Rückteil. Dass die Markierung einfach mal auf dem Stoff ist. Wie gesagt, die Markierung wird ja sowieso auf die linke Stoffseite übertragen. Und selbst wenn das Tunnel dann nachher nicht genäht wird,
geht die Markierung beim ersten Waschen auch schon wieder weg. Genau, ist nur ein bisschen einfacher, wenn die Teile noch nicht zusammengenäht sind. Wenn ihr es aber vergessen habt oder dachtet, ihr möchtet keine Taillierung, ist es auch überhaupt gar kein Problem, die Markierung dann einfach später nochmal zu übertragen. Genau, dann brauchen wir für die Taillierung dann eben noch das Tunnel. Das Tunnel ist ein ziemlich langer Streifen. Den könnt ihr auf jeden Fall gerne aus Jersey zum Beispiel zuschneiden. Je nachdem, wie dick euer Stoff ist. Also bei einem Wintersweat würde ich auf jeden Fall empfehlen, für den Tunnel einen dünneren Stoff zu nehmen, dass das einfach nicht zu dick wird an der Stelle. Also Jersey geht wunderbar. Ich habe jetzt hier sogar ein Webband genommen. Das hat, glaube ich, 3 cm Breite. Das kann man auch eigentlich super nehmen. Webband ist zwar nicht dehnbar, aber der Pulli oder auch das Kleid ist so weit geschnitten, dass das auch gar kein Problem ist, dass wir eigentlich die Dehnung hier an der Taille gar nicht mehr brauchen. Deswegen funktioniert das wirklich auch gut mit einem Webband. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Das Webband hat halt den Vorteil, dass man es nicht versäubern muss. Es sieht einfach schon ordentlich aus. Ich meine, es wird von innen angenäht. Beim Jersey-Streifen, den müsstet ihr theoretisch auch nicht versäubern. Der franzt auch nicht aus. Den kann man auch einfach so direkt annähen. Das ist dann halt Geschmackssache, weil Jersey sich halt dann einfach an den Kanten gerne rollt. Und genau, da, wer das halt eben nicht mag, kann den Streifen dann einfach einmal rundum vorm Annähen versäubern. Genau, und dann brauchen wir auch noch ein Gummiband. Das Gummiband sollte eine Breite von 1,5 cm haben. Genau, und die Länge vom Gummiband findet ihr dann auch mit auf dem Schnittteil. Und zuletzt haben wir dann nochmal einmal eine Schablone für die Briefecke. Diese Schablone, die wird nur einmal aus dem Papier zugeschnitten. Die brauchen wir nicht aus Stoff, das ist wirklich nur eine reine Schablone, die wir dann zur Verarbeitung der Schlitze benötigen. So, bevor wir jetzt aber starten mit dem Nähen, würde ich noch dringend empfehlen, ein paar Kanten zu verstärken. Da wir hier einen relativ großen Halsausschnitt haben, je nach Stoffwahl, kann sein, dass sich der Halsausschnitt zu stark dehnt und die Schultern dann einfach nicht mehr schön liegen und ja, die Schultern dann einfach nach unten rutschen. Deswegen ist es jetzt auf jeden Fall wichtig, gerade also bei einem Strick zum Beispiel ist es halt ganz extrem und je nachdem, mein Stoff ist ja auch so doch ein bisschen mehr dehnbar als jetzt ein Witterswett, sag ich mal. Von dem her würde ich wirklich dringend empfehlen, die Schulternähte, also die Schulterkanten und auch zumindest den Halsausschnitt am Rückteil mit einem nicht elastischen Band zu verstärken. Also hier wichtig, ein flexibles Nahtband bringt hier nicht so viel. Flexibles Nahtband verstärkt zwar die Naht, verhindert aber nicht die Dehnung. Deswegen entweder ein Nahtband, was nicht flexibel ist, habe ich jetzt nur keins hier, um euch zu zeigen. Ihr könnt so ein Lisierband nehmen. Beispielsweise habe ich hier ein Lisierband mit so einem Schnürchen in der Mitte, dass es sich einfach nicht ausdehnen kann. Oder auch ein Lisierband mit so einem Band. Ist ganz egal. So oder so. Wichtig ist nur, dass es sich halt nicht dehnt. Und ihr braucht da auch keine Angst haben. Der Halsausschnitt, der ist wirklich groß genug. Der muss sich nicht dehnen. Da kommt man super im Kopf auch rein. So. Alternativ kann man auch noch so ein Framilonband nehmen. So ein transparentes Gummiband. Dieses Band ist eigentlich schon sehr flexibel. Man kann es schon ziemlich dehnen, aber es ist total stabil und zieht sich auch sofort wieder in die Ursprungsform zurück. Das heißt, wenn das Band eingenäht ist, beim Tragen
dehnt es sich nicht aus. Also wenn man jetzt irgendwie dran zieht, dann kann man die Naht schon ziehen. Aber während dem Tragen ist es doch so fest, dass es sich einfach nicht ausdehnt. Das könnte man auch einfach mit einfassen beim Nähen. Also die Lisierbänder oder auch die Nahtbänder, die werden vorher aufgebügelt. Und dieses Framilonband, das kann man dann einfach auch mit der Overlock, wenn man später die Schultern beispielsweise rechts aufeinander näht, kann man das einfach mitfassen und auch mit der Overlock einmal drüber nähen. Da braucht man vorher nichts bügeln. Genau, so ein bisschen Geschmackssache, wer was lieber mag. Aber wie gesagt, es ist schon sehr wichtig, dass einfach der Pulli hier auch in Form bleibt. Also am Rückteil, die Schultern und der Halsausschnitt und gerne auch den Ausschnitt am Vorderteil. So, ich habe mir jetzt hier einmal für das Lisierband entschieden. Genau, bei der nächsten Version aus Wintersweat werde ich dann das Framilonband nehmen, weil es einfach so ein Stoff ist. Ja, da kann das Band nicht so gut drauf haften. So kann man das auch nochmal so ein bisschen entscheiden, genau, je nachdem, wie gut lässt sich was aufbügeln. Genau. Und bei dem Vorderteilausschnitt, hier ist noch ganz wichtig, also wenn jetzt hier so ein Band aufgebügelt ist, dann passt es auch. Wenn nicht, dann brauchen wir hier unten an der Spitze unbedingt auch noch eine Verstärkung. Also einfach so einen kleinen Rest Flieseline, so 2 auf 2 cm hier unten an der Spitze einfach aufbügeln. Genau, weil wir später, wenn wir den Kragen annähen, die Spitze hier ein bisschen einschneiden müssen. Genau, dass dann einfach die Naht hier, dass der Stoff dann hier an dem Schnitt nicht ausreißen kann. So, genau. Dann können wir mit dem Nähen starten. Wir legen zuerst unser Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und stecken die Schultern schön aufeinander. Dann können wir die Schultern hier bei 1 cm jeweils zusammennähen mit der Overlock, genau, und anschließend dann die Nahtzugabe in Richtung Rückteil bügeln. So, im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Seiten. Zuerst werden alle 4 Seitenkanten mit der Overlock versäubert. Anschließend müssen wir auf einer Seitenkante noch eine Markierung setzen. Ich habe jetzt hier einmal das Vorderteil mit der linken Stoffseite nach oben liegen. Wir haben ja jetzt hier auf dem Schnittmuster einmal den Bogen hier für den Schlitz und wir haben hier auch nochmal einen Zwick, den haben wir vorhin mit übertragen und jetzt zeichnen wir eine Linie parallel 1 cm hier zur Seitenkante und wenn ich mein Lineal hier einmal so anlege mit 1 cm, dann müsste eigentlich, wenn alles richtig zugeschnitten ist, automatisch das Lineal so liegen, dass wenn ich die Kante hier verlängere, dass wir hier unten an dem Schlitzteil 2 cm Stoff unter dem Lineal haben. Genau das zeichnen wir jetzt ein, also von der Seitenkante 1 cm und hier unten dann in dem Bereich vom Schlitz 2 cm. Es gibt dann einfach eine gerade Linie. So. Das ist unsere Nahtkante. Ihr könnt euch das natürlich auch von oben her schon zeichnen. Dann habt ihr die Nahtzugabe direkt schon oder die Nahtkante dann direkt eingezeichnet, wie eure Nadel nachher verlaufen soll. Aber wichtig ist es gerade hier in diesem Bereich hier, diesem Bereich um den Knips hier auch, genau. Und genau den hier brauchen wir jetzt auch nochmal, also die Markierung hier an der Seite. Und von der Markierung her müssen wir jetzt waagrecht, also im rechten Winkel zu der Kante, zu der Linie, die wir gerade gezogen haben, auch nochmal eine Markierung setzen. So, das war's schon. Dann
können wir die Seitenkante, also von Vorderteil und von Rückteil, rechts auf rechts aufeinander stecken. Und anschließend nähen wir die Seitenkante, hier eben bei einem Zentimeter. Wichtig, wir brauchen jetzt hier einen Geradstich. Deswegen haben wir auch vorher schon einzeln versäubert. Also hier nicht mit der Overlock arbeiten, sondern wirklich mit einer Nähmaschine mit dem Geradstich. Einmal hier bei einem Zentimeter die Seiten aufeinander nähen. Und zwar genau bis zur Markierung her, hier, wo sich die beiden Linien kreuzen. Nicht weiter. So, wenn wir die Seitennaht dann genäht haben, dann bügeln wir anschließend die Nahtzugabe auseinander. Und zwar haben wir ja im oberen Bereich einen Zentimeter Nahtzugabe und hier unten am Schlitz müsste sich dann eigentlich die Nahtzugabe auch schon von selbst legen. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier nochmal im Lineal ein bisschen kontrollieren, dass sich die Naht hier in dem Bereich, die Nahtzugabe bei 2 cm umschlägt. Genau, das alles schön bügeln. Und genau so bereiten wir dann auch die zweite Seitenkante vor. Genau, auch einmal schön gebügelt. So, und dann kümmern wir uns um den Saum. So, wenn das Kleid dann Taschen bekommen soll, dann benötigen wir die Taschenbeutel viermal. Ich habe sie hier zweimal gegen gleich aus Oberstoff und zweimal gegen gleich aus einem dünneren Stoff, ja ähnlich wie Jersey, zugeschnitten. Wenn mein Oberstoff recht dick ist, dass es einfach dann nicht zu arg aufträgt. So, alle vier Taschenbeutel müssen wir jetzt erstmal vorbereiten. Und zwar bei allen vier genau dasselbe. Wir machen uns einmal eine Markierung parallel zur Seitenkante bei einem Zentimeter. Also zeichnen quasi die Nahtzugabe ein, mal den Zentimeter so. Das gleiche machen wir dann von der oberen und von der unteren Kante, genau einen Zentimeter von unten und einen Zentimeter von oben. Und genau die Punkte, an denen sich die Markierungen treffen, die sind für uns dann gleich wichtig. Das heißt, wir haben nach oben weg einen Zentimeter, wir haben zur Seite weg einen Zentimeter und auch nach unten weg. So, und wie gesagt, das machen wir mit allen vier Taschenbeuteln, dass die Markierung auf allen vieren drauf ist. Genau, und die Taschenbeutel sollten auch alle vier einmal komplett rundum versäubert werden. Dann brauchen wir unser Kleid oder unseren Pulli. Wir haben vom Schnittmuster die Markierung auf den Stoff übertragen, wo die Taschenbeutel angelegt werden. Die Markierungen jetzt am besten auf die rechte Stoffseite auch nochmal mit übertragen, dass wir die Markierung einfach von rechts aus sehen. Und was man hier jetzt bei mir auch schon sehen kann, sollte euer Kleid oder euer Pulli einen Gummizug an der Taille bekommen, also quasi mit dem Tunnel, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, die Markierung vom Schnittmuster hier auch direkt mit zu übertragen auf die linke Stoffseite. Das haben wir einmal hier links und rechts vom Vorderteil, genauso auch am Rückteil. Es ist jetzt noch ein bisschen einfacher, das abzuzeichnen, bevor dann später die Seitennaht geschlossen ist. Ja, es ist trotzdem machbar, also ihr könnt auch gerne jetzt einfach mal ohne Tunnelzug nähen oder einfach mal abzeichnen, ob es dann später genäht wird oder nicht. Das kann dann auch immer noch entschieden werden. Genau. Jetzt kommen wir aber jetzt erstmal zu den Taschen. Für die Taschen werden auch zuerst die Schulternähte geschlossen. Dann drehen wir das Ganze um, dass wir die rechte Stoffseite jetzt nach oben liegen haben. Ganz wichtig, rechte Stoffseite nach oben. Und je nachdem, was jetzt vor euch liegt, euer Vorder- oder Rückteil, ans Vorderteil machen wir die Taschenbeutel aus dem dünneren Stoff
Und später ans Rückteil dann die aus Oberstoff. Wenn ihr vier gleich zugeschnitten habt, dann spielt es auch keine Rolle. So, jetzt legen wir die Taschen direkt an der Markierung an. Also die Markierung gibt vor, wo die Taschen beginnen. Und dann nach unten hin feststecken. Und das gleiche machen wir mit der zweiten Tasche auch nochmal. Und die Taschenbeutel, die können wir jetzt an die Seitennaht annähen. Und zwar wichtig, wir starten mit dem Nähen genau an der Markierung hier. Das heißt, oben bleibt noch ein Zentimeter frei, der nicht angenäht wird. Wir starten hier bei der Markierung, nähen bei einem Zentimeter die Seitenkante entlang bis genau zu der unteren Markierung, sodass wir auch hier wieder den Zentimeter Nahtzugabe dann freilassen. Das machen wir jetzt mit beiden Taschen am Vorderteil. Und genauso werden dann auch die beiden Taschenbeutel aus Oberstoff ans Rückteil angenäht. Also wichtig, rechts auf rechts. So, und wenn dann alle vier Taschenbeutel angenäht sind, hier einmal die Rückseite, hier einmal die Vorderseite, dann können wir die Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander legen. Also quasi die Seitenkanten hier schön aufeinander, sodass die Taschenbeutel dann auch kantengleich aufeinander treffen. Und stecken dann die Taschenbeutel fest. So, und was jetzt hier auch ganz wichtig ist, wie gesagt, die Taschenbeutel liegen aufeinander. Wir haben hier die Markierungen, die wir vorher gesetzt haben, an der wir unsere Naht beendet haben. Die Markierungen, die sollten jetzt natürlich auch exakt aufeinandertreffen. Also hier einmal von einem Taschenbeutel, der sollte genau, also die Markierung sollte genau auf die Markierung des unteren Taschenbeutels treffen. Dazu kann man hier gut eine Stecknadel hier oben durch die Markierung durchpieksen. Und so haben wir dann auch die Kontrolle, dass wir auch hinten exakt auf der Markierung aufkommen. Dann wissen wir, es liegt jetzt wirklich perfekt. Genau. So. Und die Nahtzugaben von Vorder- und Rückteil, die sollten wir jetzt wegklappen. Und am besten auch einfach feststecken, dass sie uns nicht im Weg sind. Sodass die Taschen hier komplett, die Taschenbeutel hier komplett frei liegen. Dann können wir die Taschenbeutel aufeinander nähen. Und zwar starten wir direkt an der Markierung. Einmal hier außenrum und enden auch hier wieder exakt auf der Markierung. Also die Markierung ist quasi gleichzeitig auch Anfang und Ende von unserer Seitennaht. Genau, deswegen ist es wichtig, dass auch die Nahtzugabe vor der Rückteil wirklich zur Seite geschoben wird, dass da nichts im Weg ist, dass wirklich nur die beiden Taschenbeutel von der Markierung bis zur Markierung angenäht werden. Also aufeinander genäht werden. So, und wenn wir dann die Taschenbeutel auch aufeinander genäht haben, die sind jetzt hier schon mal schön fest. Jetzt haben wir hier oben noch die Seitennaht auf und die Seitennaht unterhalb der Taschen. Und die stecken wir jetzt einfach auch rechts auf rechts aufeinander. Und dann können wir die Seitennaht einfach bei einem Zentimeter schließen. Einmal oberhalb der Tasche und einmal unterhalb der Tasche. Hier unten machen wir dann quasi genauso weiter, wie wir auch ohne Taschen machen würden. Also wir haben hier unten ja den Schlitz. Wir haben uns die Nahtzugabe eingezeichnet, hier bis zur Markierung. Und genau so weit schließen wir dann auch die Naht. Wichtig dabei ist aber jetzt noch, dass wir die Seitennaht schließen und zwar wieder exakt bis zu dem Punkt, an dem wir die Taschen an die Seitennaht genäht haben. Und hier ist es dann eben auch wieder wichtig, dass nur die beiden Lagen, Vorder- und Rückteil, aufeinander genäht werden. Diese Nahtzugaben hier von der Tasche, die werden jetzt auch nach außen geklappt, sodass wir hier tatsächlich nur Vorder- und Rückteil aufeinander nähen. Wie gesagt, genau
bis zu dem Punkt, wo die Naht beginnt, mit der wir die Taschen angenäht haben. Und hier unten genau dasselbe. Wir schlagen die Nahtzugabe nach außen und beginnen exakt hier an dieser Stelle, an der unsere Naht endet. Und nähen ab da, bei einem Zentimeter dann weiter. Genau. Und dasselbe machen wir mit der zweiten Tasche. So, jetzt haben wir hier einmal die Seite von oben geschlossen, einmal die Seite von unten. Und wie gesagt, hier wird dann einfach die Verarbeitung genauso gemacht wie auch ohne Tasche. Die Seitennaht wird nur bis zur Markierung geschlossen. Den Schlitz kann man dann aufbügeln. Und dann könnt ihr dementsprechend hier auch direkt mit dem Saum weitermachen. So, für den Saum nehmen wir uns eine Seite vom Schlitz und falten die auf. Ich hole euch mal ein bisschen näher her. So, genau. Also wir beginnen mit einer Seite, egal welche, schlagen die ungebügelte Nahtzugabe einmal wieder auf. Und dann brauchen wir unsere Schablone. Genau. Ich nehme jetzt mal die Seite, dann kann man an der Schablone auch die Schrift erkennen. Ich lege mir die Schablone hier einmal an die Ecke. Und zwar wichtig, hier ist es auch angeschrieben, Zaumzugabe, Schlitzbeleg, dass die Schablone dann auch richtig rumliegt. Die lege ich mir hier einmal an. Hier ist dann der abgerundete Saum. Hier ist die Kante vom Schlitzbeleg. Genau, die gepunktete Linie hier ist unsere Nählinie. Das sieht man dann auch hier. Hier haben wir vorher die Naht gesetzt. Und diese kleine Ecke hier, die jetzt hier bei der Schablone ausgeschnitten ist, die müssen wir jetzt auch ausschneiden. Ich zeichne mir die einmal kurz ab. Und schneide mir das jetzt hier einmal aus. So. Genau, dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Hier müssen wir die Schablone dann natürlich drehen und wichtig, aber so drehen, dass eben auch bei der Schablone hier die Saumzugabe nach unten zeigt. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt erstmal noch die Saumkante auch mit der Overlock versäubern. So. Jetzt haben wir hier einmal die Ecke ja schon ausgeschnitten. Wir haben die Saumkante versäubert, die Seitenkante vom Schlitz ist sowieso schon versäubert und jetzt nähen wir hier unsere beiden Ecken. So, dafür nehmen wir jetzt mal eine Ecke her und falten die so, dass die Seitenkante hier vom Schlitz rechts auf die Saumkante trifft. Das heißt, meine Ecke, die hier ausgeschnitten wurde, die falte ich jetzt mal nach oben und schaue, dass hier die Seitenkante und die Saumkante exakt aufeinandertreffen und stecke mir das so ein bisschen fest. So. Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, rechts auf rechts, ganz wichtig. Wir haben hier die linke Stoffseite nach oben. Und falten das dann quasi so, dass wir hier jetzt die Bruchkante sehen und hier unten treffen Seitenkante und Saumkante aufeinander. Wenn wir uns jetzt unsere Schablone hernehmen, dann sehen wir, wenn wir das bei der Schablone machen würden, Seitenkante und Saumkante aufeinander, dann haben wir hier jetzt wieder die falsche Seite, aber dann haben wir hier genau diese abgeschnittene Kante. Genau. Und hier nähen wir jetzt die offene Kante bei einem Zentimeter zusammen. So, die Nadel können wir entfernen. Die offene Kante ist jetzt hier bei einem Zentimeter genäht. Jetzt schneide ich mir die Nahtzugabe ein bisschen zurück
auch an der Ecke und kann das Ganze jetzt einmal falten. Hol mir die Ecke beim Falten schön raus und dann sieht man schon, jetzt legt sich die Nahtzugabe schon richtig hin. Also hier unten, wir haben hier am Schlitz 2 cm Nahtzugabe, die ist sowieso schon umgebügelt. Und durch die Naht, die wir jetzt gesetzt haben, legt sich auch der Saum hier schon direkt die 2 cm automatisch um. Genau. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Ich zeige es euch nochmal. So. Also der Schlitz, die Nahtzugabe im Schlitz ist aufgeklappt. Wir haben hier die Ecke schon rausgeschnitten. Ich falte mir den Stoff so, dass Saum und Seitenkante aufeinandertreffen. Steck mir das Ganze zusammen. Nähe dann hier die offene Kante bei 1 cm. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir alles schön gebügelt haben. Genau, beide Ecken von dem Schlitz sind jetzt genäht. Wir haben alles schön um 2 cm umgebügelt. Das hat sich hier im Bereich der Ecken sowieso schon von allein gelegt. Einmal schön mit Bügeleisen drüber und dann, wenn wir den zweiten Schlitz auf der anderen Seite genau so machen, dann können wir die umgeschlagene Nahtzugabe komplett dann von Schlitz zu Schlitz auch einmal komplett bügeln. Und genau den Saum nähen wir jetzt auch. So, bevor wir den Saum aber nähen, müssen wir noch mal kurz ein paar Markierungen setzen. Und zwar, wir haben hier einmal, wo unser Schlitz endet, ist ja genau die Höhe, wo auch die Zwicke in der Seitennaht sind. Da können wir jetzt einmal eine Linie ziehen. Dann jetzt sieht man jetzt die Markierungen nicht mehr so gut, weil ich keine Markierungen gemacht habe, sondern Einschnitte, aber das macht nichts. Ich zeichne es jetzt gerade noch mal ab. So. Und dann brauchen wir noch mal eine zweite Markierung, 2 cm parallel nach oben zu dieser Markierung. So. Und jetzt verbinden wir hier oben an der oberen Markierung die Mitte so diagonal bis zur zweiten Linie. Entweder ihr geht 1 cm rein oder man kann auch hier gut die Overlocknaht hier zur Orientierung einfach nehmen, je nachdem wie breit eure Overlocknaht ist. Und dann machen wir hier einmal so eine diagonale Linie runter, genauso auch auf die andere Seite. Jetzt haben wir hier einmal eine Vorlage, wie wir den Saum dann gleich annähen. Das heißt, am besten startet ihr auch hier oben an der Spitze. Dann können wir die Markierung entlang nähen und dann den Schlitz hier nach unten und einmal den Saum ringsum. An dem anderen Schlitz wird es genauso gemacht. Dann müsst ihr die Markierung auch nochmal einmal übernehmen und kommt dann hier wieder zurück. Nach oben. Wichtig ist halt nur hier, je nachdem bis wohin ihr euch eure Markierung setzt, dass ihr einfach immer mit dem gleichen Abstand zur Kante hier näht. Ich würde hier sogar auch fast empfehlen, dass es einfach leichter hier auch von innen zu nähen. Da ist nur wichtig, dass ihr bei der Nähmaschine dann natürlich auch dementsprechend einen passenden Unterfaden einfädelt. Wer sich zutraut, kann das Ganze natürlich auch von der rechten Seite nähen. Ihr habt hier dann im Prinzip ja die 2 cm Nahtzugabe, von rechts dann bei 1,8 cm absteppen.
Und hier oben die Markierungen, die kann man sich natürlich auch auf die rechte Seite übertragen. Wichtig dann nur, dass es eine Markierung ist, die dann auch, die sich auch wieder entfernen lässt. Genau. So, wenn wir dann alles schön bei 2 cm abgesteppt haben, dann habt ihr hier einen wunderschönen Schlitz. Und hier nach oben dann so als so eine Spitze abgesteppt. Alternativ könnte man natürlich, man muss die Spitze hier nicht zwingend machen, man könnte auch einfach gerade rüber steppen, ja, je nach Geschmack. So, dann haben wir unsere beiden Schlitze und auch schon den Saum fertig. Jetzt fehlt noch Kragen und Ärmel. Genau, im nächsten Schritt machen wir jetzt den Kragen. Wir benötigen einmal dann das Kragenteil. Das Kragenteil haben wir ja hier einmal im Bruch zugeschnitten. Und hier hinten, das ist unsere hintere Mitte, unsere Rückennaht. Also steht auch hier auf dem Schnittmuster nochmal RM, also Rückenmitte. Wichtig, die brauchen wir jetzt. An der Rückenmitte habe ich mir jetzt schon mal die Kanten jeweils mit der Overlock versäubert. Und dann stecken wir die beiden Kanten aufeinander, denn die müssen wir jetzt zusammennähen. Dann gehe ich jetzt einmal her und nähe jetzt hier bei 1 cm die Kante zusammen und bügel anschließend die Nahtzugaben dann auseinander. Ihr könnt hier natürlich alternativ auch direkt mit der Overlock zusammennähen. Ihr braucht die Kanten vorher nicht einzeln versäubern, geht auch direkt mit der Overlock. Ich mache es aber gerne separat, damit ich mir die Nahtzugaben später auseinanderbügeln kann, dass da alles schön liegt, dass es da dann nirgendwo irgendwie am Umschlag später Knubbel gibt. Wie gesagt, Nahtzugaben dann schön auseinanderbügeln und dann falten wir den Kragen jetzt links auf links, also so, dass die rechte Stoffseite nach außen zeigt. Und zwar so, dass dann eben die Spitzen aufeinandertreffen. So, genau, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Kragen. Genau so wird der später eingenäht. Ihr könnt euch das hier gern auch ein bisschen aufeinander stecken. Je nachdem, was ihr für einen Stoff habt, wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, dass es hier zu arg verrutscht, steckt es euch gern ein bisschen fest. Kann man natürlich auch hier zwischen rein irgendwo Stecknadeln, die sind da nicht im Weg. Bei mir ist einfach hier so ein bisschen, auch hier oben sollte auf jeden Fall die Naht hier aufeinandertreffen, dass das alles schön liegt. Das kann man uns alles so ein bisschen feststecken. So. Ihr könntet natürlich optional auch hier oben die Kante bügeln am Umbruch. Ja, je nach Stoff würde ich aber empfehlen, versucht es erstmal so, schaut, wie der Pulli später fällt und dann kann man die Kante immer noch bügeln. Aber wenn die nicht gebügelt ist, dann fällt die einfach später ein bisschen lockerer, dann hat man da nicht, nicht diese Bügelfalte dann nochmal drin. So, dann müssen wir uns an unserem Kragenteil hier unten an der Spitze noch eine Markierung setzen. Und zwar jeweils von der Kante 1 cm, genauso auf der anderen Seite, damit wir gleich einen besseren Überblick haben, wie weit der Kragen dann hier einfach eingenäht wird und ab wann dann der Kragen an der Spitze gedreht werden muss. So. Dann haben wir einmal unseren Pulli. Der Pulli liegt jetzt mit der rechten Stoffseite nach oben. Ganz wichtig. Und genau, wo die Markierung gemacht wird, das spielt im Prinzip keine Rolle, weil der Kragen, der ist ja von beiden Seiten jetzt gleich. Der hat ja auf beiden Seiten die rechte Seite jetzt außen. So. Das legen wir hier einmal den Kragen so an, dass der hier, also wir haben hier einmal die Spitze, der Kragen, der wird dann nicht Spitze auf Spitze gelegt,
sondern so, dass die Spitze vom Kragen einen Zentimeter übersteht und erst hier an der Markierung dann beginnt. Genau so stecken wir uns das jetzt mal an. Können wir jetzt hergehen und hier den unteren Teil ein paar Zentimeter, jetzt bei 7 cm, bei 6 cm, egal, einfach hier mal so ein bisschen entlang, bei einem Zentimeter Abstand zur Kante, hier einmal den Kragen ein paar Zentimeter aufnähen und zwar genau bis hier, wo sich die beiden Markierungen überkreuzen. Und nicht weiter. So, seht ihr, jetzt haben wir hier entlang der Linie genäht und zwar nur exakt bis sich hier die Markierungen überkreuzen. Das heißt, der Zentimeter hier unten, die Spitze vom Kragen, die liegt jetzt noch frei. Und genau hier die Nahtzugabe an der Spitze nehmen wir jetzt und stecken uns die mal so ein bisschen nach hinten, dass wir hier unten die Kante vom Vorderteil freiliegen haben. So. Die Nahtzugabe wird einfach ein bisschen weggesteckt, dass die gleich nicht im Weg ist. Und dann können wir hergehen und hier oben an der Spitze die Spitze einschneiden. Und zwar bis kurz vor der Naht, die wir ja gerade gemacht haben, indem wir den Kragen auf das Vorderteil aufgenäht haben. Also ich kann es jetzt im Video natürlich ein bisschen schlecht zeigen. Meine Naht endet genau hier. Und jetzt schneide ich von der Spitze hier oben bis kurz vor der Naht. Also wirklich so weit wie möglich, am besten so einen Millimeter vorher, aber natürlich nicht in die Naht einschneiden. Je weiter ihr schneiden könnt, also wenn ihr wirklich ganz knapp bis zur Naht schneidet, dann legt sich der Kragen nachher wirklich schön. Wenn der Schnitt zu kurz ist, dann gibt es einen kleinen Knubbel. Und wenn er zu lang ist, natürlich gibt es ein Loch. Genau, deswegen schneiden wir jetzt hier einmal ganz vorsichtig. Nicht zu weit, nicht zu kurz. So. Wenn wir dann die Nahtzugabe hier wieder lösen, dann können wir uns den Kragen auf die andere Seite rüberziehen und der legt sich dann eigentlich schon ganz von allein hier richtig an die Kante und die Spitze, die wir gerade eben aufgeschnitten haben, genau, da stört dann auch nichts mehr, da gibt es keine Knubbel oder sonst was. Und das stecken wir jetzt auch einmal fest. So. So sieht das Ganze von oben aus. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann sieht man jetzt hier, der Schnitt, das hat sich jetzt so ein bisschen aufgezogen. Hier ist einmal der Schnitt. Hier ist meine Naht. Und hier sieht man da noch die Spitze vom Kragen. Genau. Jetzt können wir hergehen und einmal exakt von dort, wo wir vorhin die Naht beendet haben, hier starten wir wieder und nähen auch wieder so ein paar Stiche nach vorn. So, jetzt haben wir hier die Spitze angenäht und wenn wir den Kragen jetzt einmal nach oben klappen, dann könnt ihr hier schon sehen, der Kragen ist jetzt hier perfekt an der Spitze eingenäht. Genau. So, und dann müssen wir jetzt noch hergehen und den Kragen eben noch komplett einnähen. So ist es halt ein bisschen einfacher. So können wir uns zuerst die Spitze schön nähen und können jetzt den Kragen rundum aufstecken um das Halsloch. Und hier ist auch wichtig dann eben auch zu beachten, dass die... Also hier der Kragen, der macht ja hier so einen Knick und das ist genau die
Ecke, die dann hier auf unsere Schulternaht trifft. Ich drehe mir das Ganze jetzt auch mal so um, dass meine linke Stoffseite vom Pulli nach außen zeigt. Dann kann man den Kragen einfach oder den doch Kragen ist richtig, dann kann man den Kragen einfach gut hier ins Halsloch einstecken. So, jetzt einmal der Kragen rundum angesteckt. Die Schulternähte, die treffen, wie gesagt, auf die Ecke vom Kragen. Auch hier dann darauf achten beim Annähen, dass die Nahtzugabe der Schultern in Richtung Rückenteil geklappt ist, so wie wir es vorhin auch gebügelt haben. Hier hinten die Naht, die liegt dann auch exakt an der Rückenmitte. So. Und jetzt können wir den Kragen eigentlich rundum auch super mit der Overlock-Maschine annähen. Am besten startet ihr hier vorne an der Spitze. Wenn ihr hier an der Spitze, da kommt ihr schön gerade rein. Da kann man dann einfach starten ringsum und die Naht hier unten an der Spitze dann auf der anderen Seite einfach gerade auslaufen lassen. Genau. Nachdem der Kragen angenäht wurde, kann die Nahtzugabe dann auch schön nach unten gebügelt werden. So, wenn dann der Kragen angenäht ist und wie vorhin schon gesagt, die Nahtzugabe einmal komplett nach unten bügeln in Richtung Vorder- und Rückteil, dann kann man zum Schluss optional die Nahtzugabe hier auch noch so ungefähr bei 0,5 cm von rechts absteppen. Ist aber kein Muss, also es bleibt euch überlassen, wie ihr das möchtet. Ich habe es jetzt hier abgesteppt. Genau. So, dann brauchen wir jetzt noch unsere Ärmel. So, dann kommen wir hier einmal noch zum Ärmel. Für den Ärmel haben wir einmal den Ärmel selber und einmal das Ärmelbündchen. Beziehungsweise jedes Teil zweimal gegen gleich zugeschnitten. Das Bündchen müssen wir jetzt vorher erstmal einmal an den beiden Seitenkanten mit der Overlock versäubern. Und genauso auch unser Ärmelteil. Auch hier die beiden Seitenteile. Die beiden Seitenkanten werden mit der Overlock versäubert. Und die Saumkante vom Ärmel, die wird jetzt im nächsten Schritt gekräuselt. Das heißt, hier unten am Saum müssen wir zwei Kräuselnähte setzen. Es gibt fürs Kräuseln auch nochmal eine Grundanleitung. Da könnt ihr euch auch nochmal ein Video anschauen. Und in der Anleitung ist die auch nochmal am Ende mit beigefügt. So, das heißt, wir brauchen zwei Kräuselnähte innerhalb der Nahtzugabe, die hier nebeneinander verlaufen. Es wird jetzt wahrscheinlich im Video nicht sichtbar sein. Die Nähte habe ich hier schon gesetzt. Wichtig bei diesen Kräuselnähten ist, dass die Stichlänge ziemlich hochgestellt wird, also den größten Stich, der eure Maschine hergibt. Und die Fadenspannung, die wird ganz runtergesetzt, also dass die ganz locker ist. Eine Zahl kann ich dazu jetzt nicht sagen, da ist jede Maschine anders. Manche Fadenspannungen kann man auf, ich weiß nicht, -3, manche auf -5, also es ist ganz unterschiedlich. Genauso auch bei der Stichlänge. Ob die größte Stichlänge jetzt 4, 5 oder 6 ist, wählt einfach die größte aus. Genau. Und dann, wie gesagt, dann werden zwei Nähte gesetzt, dicht nebeneinander, innerhalb der Nahtzugabe. Idealerweise solltet ihr am Anfang und am Ende der Kräuselnaht die Fäden so ungefähr 10 cm überstehen lassen. Genau. Auf der einen Seite verknoten wir die Fäden dann. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Die sind jetzt hier schon verknotet. Auf der anderen Seite bleiben sie erstmal auf. Ich habe jetzt nur
vorhin in der Eile meinen Fäden aus Versehen abgeschnitten. Aber ja, sie sind noch hier. Sie sind noch kurz, aber man sieht sie halt nicht mehr. Sie waren jetzt ein bisschen abgeschnitten. Dann nehme ich mir die beiden Unterfäden, halte die einmal und ziehe vorsichtig den Stoff weg. Genau. Dann kann man hier mal so ein bisschen nachziehen, aber ganz vorsichtig, dass die Fäden nicht reißen, dass der Stoff nicht irgendwie sich verhakt. Und zieh mir oder schieb mir quasi den Stoff einfach entlang der beiden Fäden. Genau. Die Länge, wie lang wir diesen Saum kräuseln müssen, da können wir uns einfach wieder unser Ärmelbündchen hernehmen. Und genau diese Kante vom Ärmelbündchen, diese Länge sollte dann auch der Saum vom Ärmel haben. Genau, also ich habe es jetzt schon ein Ticken zu kurz gemacht. Gebe dann hier wieder ein bisschen Stoff raus. Und schaue, dass ich einfach exakt auf dieselbe Länge komme, wie auch mein Bündchen. Und wenn die Länge dann erreicht ist, verknote ich auch die beiden Unterfäden hier am Ende exakt auf der Länge, die ich brauche. So, jetzt kann ich das Ganze nochmal nachkontrollieren. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau. Wenn hier dann alles verknotet ist, dann kann die Kräuselung auch nicht mehr aufgehen. Was wir jetzt aber noch machen, wir verteilen die Kräuselung ein bisschen gleichmäßig. Man sieht jetzt hier, ich habe mir alles hier nach hinten geschoben. Jetzt ist hier eine ziemlich starke Kräuselung. Hier vorne ist kaum eine Kräuselung. Das können wir uns jetzt so ein bisschen schön verteilen, dass es einfach ja, gleichmäßig gekräuselt ist. Genau. Als Alternative zu diesen Kräuselnähten kann man das auch gut mit diesem Framilonband machen, das wir vorhin beim Zuschnitt hatte ich das schon mal angesprochen, bei den Schulternähten. Das ist ja dieses transparente Gummiband, das kann man sich eigentlich auch schön auf die Länge markieren. So, das heißt, ich nehme mir das Band, lege es mir einmal hier an die Kante und kann einfach hier mit dem Kugelschreiber mir die Länge markieren. Und wenn die Länge dann markiert ist, dann kann ich das im Prinzip mit einer Nähmaschine, also mit dem Zickzackstich der Nähmaschine oder auch mit der Overlockmaschine hier unten dann einfach gedehnt quasi. Also genau die Dehnung sollte dann eben so sein, dass der Ärmelsaum dann innerhalb der Markierungen ist. Wenn ich das dann gedehnt annähe, dann kräuselt sich das halt eben genau wieder zurück auf die Länge, die wir brauchen. Genau, das wäre nochmal so eine Alternative zum Kräuseln, das auch ganz einfach geht. Ja, das kann jeder machen, wie es einem beliebt. Manche Maschinen kräuseln auch automatisch, manche Overlock-Maschinen. Genau, wichtig ist nur, dass die Kräuselung am Ende, also der Saum mit der Kräuselung am Ende die Länge hat, die auch das Bündchen hat. Genau, so. Dann können wir den Ärmel einmal rechts auf rechts so falten, dass die Seitenkanten aufeinandertreffen. Und nehmen die Seitenkanten dann hier einmal bei einem Zentimeter zusammen. Und anschließend wird die Nahtzugabe dann auseinandergebügelt. Genau, und so sieht der Ärmel dann aus, wenn er zusammengenäht ist. Er ist unten gekräuselt. Die Nahtzugabe ist schon auseinandergebügelt. Dasselbe machen wir auch mit dem Ärmelbündchen. Es wird auch einmal rechts auf rechts aufeinander gelegt, sodass sich die Seitenkanten treffen. Einmal zusammenstecken und auch hier bei einem Zentimeter die Seitenkanten schließen. Anschließend die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dann wird das Bündchen einfach links auf links gefaltet. Das ist dann quasi nur noch halb so groß ist
und das fertige Bündchen ergibt. Genau. So. Jetzt müssen wir das Bündchen einmal an den Ärmel anbringen. Der Ärmel liegt noch immer mit der linken Stoffseite nach außen. Genau, und das Bündchen ist jetzt quasi fertig, egal ob wir es jetzt so rum haben oder einmal umschlagen, ist immer die rechte Stoffseite draußen zu sehen. Von dem her kann man das jetzt auch nicht falsch annähen, das Bündchen. Genau, wichtig, der Ärmel sollte mit der linken Stoffseite nach außen sein. Dann nehmen wir das Bündchen. Wir haben einmal hier die Bruchkante und wir haben hier die offene Kante. Genau, schieben das Bündchen in den Ärmel rein mit der Bruchkante nach vorn. Die verschwindet dann quasi im Ärmel. Und die offenen Kanten vom Bündchen liegen jetzt auf der Saumkante vom Ärmel. Dann stecken wir das einmal rundum fest. Wichtig, dass die Seitenkanten auch schön aufeinandertreffen. So, und jetzt sollte das Bündchen eigentlich exakt in diesen Armsaum auch reinpassen, denn wir haben den Armsaum ja auf dieselbe Länge gedehnt bzw. angepasst ans Bündchen. So, und dann nehmen wir das Bündchen hier mit der Overlock einmal rundum bei einem Zentimeter an. So, und wenn dann das Ärmelbündchen an den Ärmel angenäht ist, dann können wir das Ganze einmal wenden, sodass der Ärmel der rechten Seite nach oben liegt. Und so sollte dann unser Ärmel aussehen. Genau, wir haben hier das Bündchen und oberhalb vom Bündchen ist dann erstmal der Saum gekräuselt. Genau, bügeln würde ich hier jetzt an dieser Stelle ausnahmsweise nicht die Nahtzugabe, weil sonst bügeln wir die Kräuselung hier platt. Also wenn bügeln, dann wirklich ganz vorsichtig, dass auch wirklich nur die Nahtzugabe gebügelt wird. Aber jetzt nicht einfach hier so einmal drüber mit dem Bügeleisen, sonst wie gesagt, sonst ist ja alles platt und dann sieht es einfach nicht mehr so schön aus. Genau. Die linke Stoffseite zeigt jetzt nach außen, also den Pulli habe ich mir nochmal umgedreht. Links ist jetzt außen. Und genau, ich lege mir jetzt einmal die Ärmel so hin, wie sie dann auch später eingenäht werden. Und zwar habt ihr hier oben an der Armkugel, ich zeige sie auf dem Schnittteil gerade nochmal, wir haben hier einmal auf einer Seite zwei Zwicke und auf einer Seite nur einen Zwick. Zwei Zwicke markieren immer die Vorderseite. Ein Zwick, der zeigt nach hinten. Genau dasselbe haben wir auch an unserem Vorder- und Rückteil. Wir haben hier am Armloch, am Vorderteil zwei Zwicke und am Rückteil einen Zwick. Und genau so müssen die Ärmel jetzt auch eingenäht werden. Jetzt schauen wir mal, hier ist an der Armkugel ein Zwick. Hier drüben haben wir zwei Zwicke. Also weiß ich hier, die zwei Zwicke sind mein Vorderteil. Das heißt, der Ärmel kommt dann hier ans Vorderteil. Die zwei Zwicke treffen auf die zwei Zwicke, den schiebe ich mir hier rein. Also der Ärmel, der liegt mit der rechten Stoffseite nach außen. Dass wenn ich mir den jetzt hier reinschiebe, quasi die beiden rechten Stoffseiten aufeinandertreffen. Einmal Ärmel, einmal Vorderteil. Stecke ich mir hier mit den beiden Zwicken aufeinander. Dann stecke ich mir hier unten die Seitennähte aufeinander. Stecke mir auch noch den hinteren Zwick, den einzelnen, aufeinander. Und dann haben wir noch einen weiteren Zwick, und zwar oben an der Schulternaht. Der trifft dann natürlich auch direkt auf die Schulternaht. So. Und die restliche Strecke, also wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, man sieht es wahrscheinlich im Video jetzt ein bisschen schlecht, weil hier alles ein bisschen dunkel ist. Die Strecke zwischen den beiden Knipsen am Vorderteil
unten rum bis zum Knips am Rückteil liegt eigentlich kantengleich. Also da ist die Armkugel und das Armloch haben quasi dieselbe Stofflänge. Und der Teil, der oben rum geht, hier haben wir ein bisschen mehr Weite am Ärmel. Die müssen wir jetzt so ein bisschen verteilen, aber da wir sowieso aus einem dehnbaren Stoff nähen, lässt sich das ganz easy einfach ein bisschen dehnen. Also das Armloch ganz leicht dehnen, viel braucht es da gar nicht, dass die Armkugel dann einfach kantengleich im Armloch liegt. So, und dann können wir den Ärmel hier auch schon einmal rundum mit der Overlock bei 1 cm einnähen. Ganz wichtig, bevor ihr näht, schaut nochmal, dass auch wirklich der Ärmel rechts auf rechts im Pullover liegt. So, wenn der Arm eingenäht ist, dann machen wir auch dasselbe mit dem zweiten Arm. Und ja, wenn beide Arme drin sind, müsst ihr nur noch die Nahtzugabe an der Armkugel schön bügeln und eure Kastanie ist schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch ein bisschen geholfen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, könnt ihr euch gerne jederzeit auch per E-Mail melden oder uns auch einfach per Instagram anschreiben. Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachnähen und bis bald. So, jetzt wollen wir noch einmal die Version mit dem Gummiband in der Taille noch einmal nähen. Wenn ihr den Pulli oder das Kleid taillieren möchtet, dann habt ihr höchstwahrscheinlich schon beim Zuschnitt die Markierungen übernommen. Ist jetzt vielleicht auf dem Video ein bisschen schlecht zu sehen. Die gelbe Markierung ist eine alte Markierung. Die gilt jetzt nicht. Hier gilt jetzt einmal die, eigentlich lila, aber im Video sieht man es wahrscheinlich nicht mehr als lila. Mal jetzt gerade mal noch mal nach. Genau, ist auch noch mal so ein kleiner Tipp für Markierungen. Es muss nicht immer Schneiderkreide oder Trickmarke oder sowas sein. Man kann auf ganz vielen Stoffen auch wunderbar mit einem ganz einfachen Bleistift markieren. Hier sieht man sogar die Markierung viel besser als mit einem Trickmarke eben. Genau, wichtig dabei ist nur, dass es ein weicher Bleistift, also eine weiche Mine. Der Bleistift sollte eine weiche Mine haben. Also ich habe hier jetzt ein 2B zum Beispiel. Da geht es wirklich super. Also manchmal echt besser als Kreide. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Genau, jetzt haben wir hier einmal, wie gesagt, die gelben Linien jetzt einfach mal nicht beachten. Das war meine erste Version. Hier haben wir nochmal eine kleine Änderung gemacht. Jetzt die dunklen Linien, die Bleistiftlinien sind jetzt meine Linien für die Tunnels. Oder für den Tunnel, ist ja nur einer. Genau, einmal im Vorderteil und hier haben wir es auch noch einmal am Rückteil. Ich habe mir jetzt auch hier mal noch die Rückenmitte markiert, einfach um das alles ein bisschen zu vereinfachen. Wenn ich das Band jetzt gleich auflege, ich fange dann einfach hinten an. Genau, zum Band jetzt noch mal einmal, ich hatte es beim Zuschnitt schon gesagt, dass ich jetzt hier in dem Fall mit einem Webband arbeite. Genau, es funktioniert super in Jersey-Streifen, man könnte auch Baumwolle nehmen, da würde ich dann aber halt auch empfehlen, die Baumwolle im schrägen Fadenlauf zuzuschneiden. Das lohnt sich eigentlich dann schon wieder nicht, wenn man da viel zu viel Stoffverbrauch hat. Genau, deswegen Jersey, irgendwas, was nicht so zu arg aufträgt oder wie gesagt einfach so ein Webband. Das mit dem Webband. Allerdings nur, wenn ihr auch wirklich eure Größe näht, weil der Pulli wirklich weit ist an der Taille. Genau, solltet ihr den kleiner zugeschnitten haben, dann hier ein bisschen aufpassen. Genau, bei der Breite, bei der Originalbreite brauchen wir keine Dehnung mehr. Ja, ich habe mir jetzt dann hier, dadurch, dass ich ein Webband genommen habe, das Webband hat 3 cm Breite. Mein Gummiband ist 1,5 cm breit
Das heißt, ich muss jetzt hier eine Nahtzugabe nur von 0,75 cm hinzufügen. Normalerweise der Jersey-Streifen, wenn ihr nach dem Schnittteil zuschneidet, der wäre noch ein Ticken breiter. Da hätten wir dann ja 1 cm Nahtzugabe zugegeben. Genau. Deswegen habe ich mir meine Nahtlinie einfach hiermit aufgezeichnet. So. Ich habe mir hier auch bei dem Streifen einmal die Rückenmitte markiert und kann den Streifen jetzt hier einfach von hinten anfangen, rundum aufzustecken. So, jetzt haben wir einmal das Band aufgesteckt. Hinten geht es einmal komplett rum. Und am Vorderteil haben wir dann jeweils eine Öffnung. Und jetzt können wir das Band einmal annähen. Wir nähen jeweils die langen Kanten. Genau, also beim eigenen Zuschnitt habt ihr dann höchstwahrscheinlich einen Zentimeter Nahtzugabe mitgeschnitten. Dann eben bei einem Zentimeter annähen. Ich werde jetzt hier auf meine Nahtlinie nähen. Einmal ringsum, genau. Die beiden kurzen Kanten, die bleiben jetzt beide erstmal noch auf. Da müssen wir nachher das Gummiband durchschieben. So, und wenn wir das Band dann einmal aufgenäht haben, wie gesagt, die hier vorne, die beiden kurzen Kanten haben wir ja aufgelassen, dann können wir hier einmal komplett das Gummiband durchziehen. Genau, entweder mit Hilfe von einer Stecknadel oder ich habe hier so ein zum Durchziehnadel. So, ich habe mir jetzt auch hier das eine Ende mit einer Stecknadel schon mal fixiert, dass es hier auch nicht mehr durchrutschen kann. Jetzt schaue ich noch mal einmal, dass das Gummiband auf jeden Fall auch sich nicht verdreht hat, dass es nicht zu dick wird und genau. Leg alles nochmal schön glatt hin. Und dann können wir das Gummiband annähen. Das würde ich aber empfehlen, von der rechten Stoffseite zu machen. Die erste Empfehlung. Und der zweite Tipp dann noch, erstmal nur eine Seite festzunähen. Dann das Kleidungsstück anzuprobieren. Um dann doch nochmal ein bisschen Feinjustierungen vornehmen zu können. Genau, die angegebenen Maße, vielleicht sind sie doch noch einen Zentimeter zu breit oder zu eng. Dann kann man hier doch noch mal ein bisschen wirklich es passend machen. Und wie gesagt, ich würde jetzt einmal zuerst hier die eine Seite von der rechten Seite hier einmal schön gerade absteppen, dass der Gummi fest ist und anschließend dann nach dem Anprobieren die zweite Seite.